Serviceteam der gesetzlichen Krankenkasse, Dorian Degas Show, für dich gerne sprechen. Ja, warte, warte, einen Moment. Ja, hallo. Hallo, Herr Degrit Schof. Degrit Schof heißt das, hallo. Oh, ach, Entschuldigung. Kein Problem. Wer ist denn da? Ich habe das Team der gesetzlichen Krankenkasse, kümmere mich um die AOK-Techniker Barmer Knappschaft rund um die gesetzlichen Vorsorgen und sie sind ja gesetzlich und nicht privat versichert, Herr. Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden. Das war keine Frage. Ach so. Eine Feststellung, dass sie gesetzlich versichert sind und nicht privat. Ja. Ich bin kein Werbeanruf. Genau. Okay, kurzes Anliegen geht einmal um die Kostenübernahme im Bereich der Brille, Hörgeräte und der Zähne. Derzeit ja. Kriegen Sie nichts dazu, außer bei den Zähnen. Da kriegen Sie nämlich einen Teil dazu von der gesetzlichen Krankenkasse. In Zukunft haben Sie aber bis zu 100% eine Kostenübernahme. Das ja? heißt, Sie würden einen vergünstigen Zusatzschutz bekommen oh, im Bereich der toll. Brille, Hörgeräte oder Zähne. Was wäre da relevanter für Sie? Eher das Hörgerät, die Brille oder die Zähne? Naja, also Brille trage ich und Zähne sind ja immer interessant. Also nicht interessant, aber halt teuer, wenn mal was ist. Halt, ne? In dem Sinne. Da gebe ich Ihnen recht, dann ist bei der Brille ganz wichtig erstmal. Aber mal ganz kurz, ich bin jetzt okay. Bei Fielmann, da zahle ich gar nichts für meine Brille. Was ändert sich da was? Super, ne? Darum geht's ja. Deswegen wollte ich ja sagen, wichtig ist für die Brille, haben Sie da überhaupt Kosten dieses Jahr? Zahlen Sie einen Eigenanteil, wenn Sie eine neue Brille kriegen? Nee, also da gibt es ja diese kostenlosen Fassungen. Also ich habe mir jetzt nicht so ein Brilli-besetztes Ding geholt. Und dann muss man halt höchstens mal zahlen, wenn einem, also mir ist die neulich mal, war ich im Urlaub am Strand, da ist mir die runtergefallen, dann waren die Gläser zerkratzt. Aber die musste ich dann halt neu kaufen, ne? Das heißt, Sie haben also keine Gleitsichtbrille, die jetzt 1600 Euro kostet? Nee, das ist so eine ganz, ganz normale zur Fehlsichtkorrektur. Keine Ahnung, wie sich das im Fachjargon... Dann heißt das in dem Sinne, ist eine quasi eine Lesebrille in dem Sinne und oder eine Kurzsichtbrille in dem Sinne, dass Sie da jetzt keine großartigen Kosten haben. Dann könnte man das einfach mit der Brille stehen lassen. Das heißt, falls in Zukunft auch eine Brille ansteht, wäre das relevanter. Oder halt, falls Sie eine Laser-OP benötigen, dass Sie gar keine Brille mehr benötigen. Und das mit dem Lasern habe ich tatsächlich vor, weil das ist ganz komisch. Ich bin auf einem Auge bin ich kurzsichtig und auf dem anderen bin ich weitsichtig. Und ich brauche das Ding halt auch zum Autofahren. Und ich fände es halt irgendwie schon cooler, wenn ich nicht immer eine Brille tragen müsste, weil ich war neulich im Schwimmbad, ne? Da kann man die Brille ja nicht mit reinnehmen oder sollte man nicht. Ich habe mich gefühlt wie ein Maulwurf, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe. Also dann könnten Sie diesen Tarif jetzt nutzen. Der Tarif kostet normalerweise 30 Euro, für Sie nicht. Sie liegen da nur mit Ihrem Gesundheitsbonus bei 17,45 Euro. Dann könnten Sie 100% für das LASIK-Verfahren, heißt das, LASIK-Augen-OP, einmalig bis zu 1500 Euro würden Sie dazu bekommen. Ja, einschließlich die Untersuchungen, die werden mit dabei abgedeckt. Und halt Brille, Kontaktlinsen, aber Sie wollen ja jetzt nur die OP haben in dem Sinne. Aber sind Untersuchungen nicht immer kostenlos? Also ich habe noch nie was für eine Untersuchung bezahlen müssen. Wir reden von den Untersuchungen nach dem Augen-OP. Also das heißt jetzt komplett die Augen-OP, komplett mit dem Arzt, komplett, also das ganze Verfahren. Ach so. Jetzt nicht die separaten Untersuchungen, das wäre ja Quatsch. Verstehe. Wenn Sie jetzt die Laseroperation machen würden beispielsweise und dann werden ja Nachfolgeuntersuchungen stattfinden und Sonderuntersuchungen, die würden alle abgedeckt sein. Das ist aber jetzt auch nur, weil Sie jetzt sagen, dass die OP interessant wäre, das müssen Sie nicht machen. Da würden Sie, wie gesagt, einmalig 1500 Euro dazu bekommen und da müssten Sie einen Beitrag von 17,45 Euro für die nächsten 2 Jahre zahlen. Also ist jetzt nur die Option. Das war jetzt einmal die Brille. Ja, was kosten diese Lasergeschichte insgesamt? Ich habe schon ein paar Mal geguckt im Internet, aber ich habe da immer nur ganz, ganz unterschiedliche Informationen gefunden. Klar kommt das auch auf den Anbieter an, aber so ungefähr, was muss man da denn ungefähr rechnen? Also das ist unterschiedlich, also es kann von 2000 Euro bis aufwärts dann nur noch. Ja, also man geht immer davon aus, dass es definitiv 2000, 2500 Euro kostet. Okay. Dass der Kunde halt 1500 Euro dazu bekommt und dann seinen Eigenanteil hat. Ist das dann, wird das gerechnet pro Auge oder für die ganze Geschichte? Das wird pro Auge gerechnet. Autsch, das heißt, na gut. Pro Auge haben sie dann, glaube ich, 800 oder 700 Euro zur Verfügung. Oh, wie sagt man so schön, wer schön sein will, muss leiden. Da gebe ich Ihnen recht, aber das hat über allem Respekt mit den Augen, mit der Augen-OP, das habe ich selten. Wichtiger sind eher gesagt die Zähne, das heißt,
wenn man bei den Zähnen was umändert und man kriegt dann nur eine Prothese, das will ja auch nicht jeder. Nee. Oder halt einen Kieferaufbau und da fängt das schon bei mehreren, also ein Kleinwagen oder halt ein Einfamilienhaus. Also kann auch schon so teuer werden bei den Zähnen. Einfamilienhaus? Also ich wollte da keine Diamanten auch, reinpacken. Um Gottes Willen, aber wenn sie jetzt beispielsweise 10, 20 Implantate benötigen, dann Oha. Ist es schweineteuer, wenn sie es selber zahlen, definitiv. Aber so weit sind sie ja nicht. Also bei den Zähnen Nein. ist es ganz wichtig. Haben sie jetzt eigene Zähne oder schon Zahnersatz? Weil sie sind ja noch verdammt jung. Sie sind ja, ich habe mir mal bei... Ich fahre gern Skateboard und da habe ich mir mal vorne einen rausgeknallt. Der ist aber schon ersetzt. Da ist so ein Implantat drin. Also und mussten sie selber dafür was zahlen oder waren sie noch so jung, dass die Krankenkasse... Das weiß ich gar nicht. Also da war ich 15 oder 16. Wer das dann im Endeffekt bezahlt hat, das weiß ich gar nicht. Muss ich ehrlich sein. Da müsste ich meine Mama fragen. Soll ich die kurz anrufen? Die Eltern. Um Gottes Willen. Herr D. Nein. Herr Nein, der hätte ja sein können. Eine Frage ganz kurz. Ich habe das ganze Gespräch gerade voll ernst genommen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber jetzt gerade eben, denken Sie, dass hier ist ein Werbeanruf oder... Warum? Weil sie sind ja voll. Sie brauchen doch Info, da wollte doch nur nett sein. Entschuldigung. Um Gottes Willen, ich wollte ja nicht, dass sie jetzt ihre Mutter dann noch belästigen. Weil wieso belästigen? Das ist, wenn das eine wichtige Frage ist, dafür sind die doch da, nee, dass man nee, sich nee. Hilft. Da ist jetzt keine wichtige Frage. Na gut. Also die Frage ist jetzt. Es war nur lieb gemeint, ich wollte nur helfen. Ich stimme das auch voll an. Ich will nur bei allem Respekt, wenn wir kurz offen miteinander reden können, es gibt genug, merkwürdige Anrufe und davon kriege ich auch ganz viele. Genau, deswegen habe ich das ja auch offen angesprochen. Okay, dann noch einmal jetzt ganz kurz. Ja. Ist eine Zahnzusatzversicherung eher für Sie wichtig oder eher der Brillenschutz oder gar nichts von beiden? Also ich sag mal potenziell, sagen wir mal, wichtiger, in Anführungszeichen, so von was potenzielle Kosten angeht, ist das natürlich mit den Zähnen interessanter, weil ich glaube nicht, dass meine Augen von heute auf morgen jetzt schlechter werden, aber wenn man irgendwie mal einen Unfall hat oder es reicht ja, wenn man die Treppe runterfällt und dann wird das ganz teuer, wenn da was kaputt geht. So sieht's aus. Und dann haben Sie jetzt die Option bei den Zähnen. Da gibt es jetzt, also deswegen die Frage nochmal, haben Sie einen fehlenden Zahn, der noch nicht ersetzt worden ist, außer Weisheitszähne oder Milchzähne, die gezogen worden sind und nicht nachgewachsen? Nee, also ich hab, weiß nicht, ob das zählt. Ich hab mal, war ich so blöd und wollte eine Bierflasche mit den Zähnen aufmachen. Da ist einer so ein Stückchen abgebrochen, so ein Drittel ungefähr. Und das hätte auch schon Schweinegeld gekostet. Da hat der Doc gesagt, das reicht, wenn man das, weil die Nerven nicht offen lagen, irgendwie so. Das reichte, dass man das abschleift. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber das tut nicht weh. Und darum habe ich das so gelassen. Also haben wir keinen fehlenden Zahn, der noch nicht ersetzt worden ist, sondern alle ihre Zähne. Nee, der fehlt nicht. Der ist halt beschädigt, falls das wichtig ist. Aber die sind noch da. Das ist nicht wichtig. Okay. Wichtig ist nur, ob einer fehlt und das ist dann schon mal nein. Dann die nächste Frage. Fanden in den letzten 3 Jahren Behandlungen, Untersuchungen wegen Parodontose statt oder sind solche für die Zukunft angeraten? Also haben Sie chronische bakterielle Entzündungen des Zahnfleisches? Ist so etwas bei Ihnen festgestellt worden? Nee. Ich gehe aber, falls das dafür von Bedeutung ist, ich gehe immer zur Zahnreinigung, zur professionellen. Beim Zahnarzt. Sie sind davon ausgenommen. Das heißt aber jetzt auch, der Vorteil ist jetzt für Sie, wenn Sie das wirklich regelmäßig machen, kriegen Sie jetzt ab den 1.8. immer 200 € dazu gezahlt. Das heißt, 200 € haben Sie im Jahr für eine professionelle Zahnreinigung, 250 € für Akupunktur, Vollnarkose, falls Sie Angstpatient sind. Das wäre schon mal abgedeckt. Was war das, Akupunktur? Habe ich das richtig verstanden? Genau, Akupunktur, was jetzt habe ich auch noch nie beim Zahnarzt gesehen. Ich wollte gerade fragen, also das höchstens ja die Spritze, aber das zählt ja nicht als Akupunktur. Ich weiß ja auch nicht, was zusammen ist. Akupunktur verstehe ich darunter, dass man, sagen wir mal, einen Nagel im Gesicht bekommt. Einen kleinen Augenblick bitte. Ja. Wenn das für Sie okay ist, haben Sie kurz Zeit? Ja, kein Problem, ich habe frei heute, danke. So, also, wir haben heute frei, das habe ich noch gehört. Okay. Also, ich habe gerade tatsächlich mal gegoogelt. Ich bin jetzt bei zahnarztsuche.de und da steht, Akupunktur ist eine langjährige Heilmethode der traditionellen chinesischen Medizin und wird auch beim Zahnarzt angewendet.
Ja. Hier steht, in der Zahnmedizin wird die Akupunkturbehandlung beim Zahn als unterstützende Therapiemaßnahme integriert. Ziel ist es, den Ablauf der Zahnbehandlung sowie das Wohlbefinden des Patienten ohne zusätzliche Medikamentengabe zu optimieren. Krass. Hätte ich nie gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das steht immer hier und ich habe mich immer gewundert, so Akupunktur jetzt. Da haben wir heute beide was gelernt. So sieht es aus und das sieht der Zahnarzt wahrscheinlich. Das hat mein Zahnarzt mir persönlich jetzt noch nie angeboten. Ne? Nee, meiner mir auch nicht. Also ich glaube, ich würde auch zurückwärts wieder rausgehen, wenn mir einer so. Also ich glaube ja nicht an sowas. Das ist auch wieder so jeden seine Sache. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass das jetzt großartig funktioniert. Mein Kumpel von mir ist Inder, der steht total auf so einen Kram, aber ich habe total Angst vor Nadeln. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Ich hasse Nadeln und da würde ich mich nicht freiwillig Nadeln ins Gesicht stecken lassen. Nein, bloß nicht. Die Frage wäre jetzt, wie viele Zähne sind mit Zahnersatz versorgt oder ersetzt? Also einer, wenn ich... Ich wollte gerade sagen, der eine ist kaputt oder den habe ich mir rausgeballert. Der kaputte ist unrelevant. Und dann, ich müsste tatsächlich jetzt überlegen, also ich habe zwei oder dreimal, als ich klein war, habe ich ein Loch gehabt und das ist dann halt rausgebohrt und gefüllt worden, aber... Unrelevant, es geht darum, wo Implantate, Kronen oder Brücken drin sind. Eine Krone habe ich noch bei einem drauf. Das heißt, einer ist mit Zahnersatz versorgt, mehr nicht. Der ist ganz hinten rechts, falls das irgendwie wichtig ist. Der ist älter als 10 Jahre oder? Boah. Nehme ich mal an. Das weiß ich jetzt echt nicht. Ist nicht schlimm. Ich schaue mir das jetzt an. Also, wir würden jetzt bei 100, also das waren die Fragen, die Fragen sind auch durchgegangen. Mhm. Das heißt, wichtig ist einfach nur, dass sie keinen Zahnersatz haben, der mehr als 3 fehlende Zähne ersetzt. Also eine Prothese haben sie ja nicht, Gott sei Dank. Nee. Die haben ja komplett eigene Zähne und haben keine Lücken im Mund. Das heißt, sie haben keinen fehlenden Zahn, der noch nicht ersetzt worden ist. Das ist richtig. So, da würden sie jetzt einen Premiumschutz bekommen. Ja, das heißt, sie werden da halt wie ein Privatpatient behandelt. Aha. Das heißt, 100% Kostenübernahme, wie erwähnt, ohne Warten. Zeitanspruch haben sie jetzt direkt ab den 1.8., falls sie da noch einen Zahnarzttermin haben. Und da liegen sie pro Monat statt bei 40 Euro nur noch bei 29,20 €. Ich hoffe, es ist eine angenehme Nachricht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man mal überlegt, was das sonst kosten würde, ist das natürlich schon eine Menge Kohle, die man da sparen kann, ne? Nee. Da gebe ich Ihnen recht, wenn sie jetzt sagen wir mal, einen Zahnausfall bekommen würden. Wichtig ist, es gibt Zahnzusatzversicherungen bei der Ergo oder sonstiges, da liegen sie bei 3 Euro, 4 Euro, 10 Euro. Da hat man meistens ja eine Zahnreinigung nur übernommen und vor allen Dingen eine Wartezeit. Die Tarife gibt es auch. Das heißt, das ist jetzt der Premium-Tarif, den ich Ihnen angeboten habe. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich möchte nur 90% bekommen haben, liegen Sie bei, bei 21 Euro. Ja, also wenn dann richtig, wenn ich mich schon versichern, dann will ich da ja nichts mehr mit zu tun haben. Da gebe ich Ihnen recht. Nur wie war das mit Wartezeit? Ich muss dann nicht mehr warten, wenn ich zum Arzt gehe? Ja, wir haben keine Wartezeit. Das bedeutet, Anspruch auf die erste Kostenübernahme haben Sie ab dem 1.8. Das heißt jetzt nicht, dass Sie bei dem Zahnarzt nicht warten müssen. Ach so. Das heißt, über die Kostenübernahme haben Sie keine Wartezeit, weil viele Versicherungen, da müssen Sie erstmal einzahlen, 2-3 Jahre, bevor Sie überhaupt was übernommen bekommen. Das ist ja oder fies. Da gebe ich Ihnen recht. Also es ist unterschiedlich, der Herr. Okay, also ist der Beitrag für Sie tragbar? Möchten Sie das so haben? Soll ich Ihnen den Vertrag fertig machen? Ich finde das ganz interessant. Was wird denn der Spaß mit der Brille dann? Einfach, dass ich das auch nochmal gehört habe. Die Brille separat, das ist dann nicht über die Gotha, sondern über die UKV. Da liegen Sie bei 17,45 Euro. Ich dachte, Sie rufen von der AOK an. Ich rufe an vom Service-Team der gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, die AOK, der Kooperationspartner der AOK ist die UKV. Sie sind ja gerade am Google. Können Sie ja gerne eingeben, AOK, Kooperationspartner für die Zusatzversicherung. Ach, das ist mir zu viel zu schreiben. Dann schreiben Sie einfach nur ein AOK und UKV. Und die AOK hat jetzt UKV gesagt, dass ich da nochmal abgesichert werden soll? Oder wie kommt das zustande? Nein, das ist jeder hat selber die Entscheidung. Es gibt Leute, die sind bei der AOK, die leben übers Amt, die haben kein großartiges Geld, um zusätzlich was zu versichern. Also nee, das meine ich gar nicht, sondern wie komme ich denn jetzt zu der Ehre, dass ich so ein tolles Angebot kriege? Das Angebot bekommen Sie, weil Sie allgemein gesetzlich krankenversichert sind. Ob über die AOK, Techniker, BARMER, unrelevant, Sie sind gesetzlich versichert und nicht privat. Ja, das weiß ich, aber wo kommen denn mein Name und meine Telefonnummer her? Das hat mich nur so ein bisschen gewundert.
ihr Name und ihre Telefonnummer kommen aus dem Sinne her, weil sie gesetzlich versichert sind und nicht privat versichert sind und ich vom Serviceteam der gesetzlichen Krankenkasse bin. Ach so, sie haben da Zugriff drauf? Das ist ja interessant. Ich hab Zugriff drauf. Ach, sie sind quasi so das Dienstleistungsbüro von denen. Ich kenne das von der Bundeswehr, sowas Vergleichbares. Genau, also bei allem Respekt, ich habe mit der Bundeswehr großartig nichts zu tun. Nein, das meine ich auch gar nicht, aber so von der Idee her. Von der Idee her, da haben sie recht, da kann ich gerne mal oben weitergeben, aber ansonsten habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, aber Gott sei Dank habe ich mich auch damit beschäftigt, aus einem Grund. Ich werde ja, damit sie selber jetzt, das ist jetzt intern, nur damit sie es jetzt nochmal nachvollziehen. Ja. Ich werde ja pro Stunde bezahlt und nicht pro Kunde. Die Nummer ist ganz normal einsehbar, die ist auch nachvollziehbar, das heißt, die ist auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet. Ich verstehe jetzt nicht, ich habe jetzt versucht, Ihnen eine Zusatzversicherung für die Zähne zu vermitteln oder zu erklären. Ja. Ne? Und halt auch den Brillenschutz. Genau. Und jetzt reden wir aber über was ganz anderes. Also das hat mich ja nur interessiert. Und deswegen, Sie kriegen gleich sogar von mir noch eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail. Auch noch? Sie kriegen gleich von mir komplett alles, die Kontaktdaten, falls Sie diesen Tarif haben möchten, weil das ist alles freiwillig. Klasse. Wenn Sie es nicht haben möchten, dann ist das für mich in Ordnung, okay? Na klar. Und wenn wir jetzt darüber so lange geredet haben, haben wir beide eine Win-Win-Situation. Ich habe sie in Ruhe aufgeklärt. Wir haben neue Informationen über den Tarif, Zusatzversicherung mit verschiedenen Anbietern, über unser Unternehmen. Und ich habe einfach ganz normal meine Stunde irgendwie umgekriegt. Und das vor allen Dingen mit einem netten Kunden. Oh ja, wir können ja, also wie gesagt, ich habe Zeit für, wir können gerne noch ein bisschen schnacken. Ich mag deine Stimme. Von wo rufst du denn an? Jetzt duzen wir uns. Ja, natürlich. Okay. Wenn wir uns schon Komplimente machen, das kann ich auch gut. Komplimente, ne? Das schon nur sagen, wie angenehm das Gespräch jetzt ist. Ja, das kann ich nur erwidern. Verkäufer ist und jetzt nicht, dass wir da privat anfangen zu sprechen. Aber ist ja auch nicht schlimm, können wir gerne machen. Mir ist jetzt nochmal wichtig, noch einmal. Sollen wir das jetzt machen, den Vertrag, oder lieber nicht? Und das geht jetzt los am 1.8. dann. Und wie lange läuft das oder ist das so eine unbefristete Geschichte? Also das würde so laufen. Wenn Sie sobald Sie etwas in Anspruch nehmen, ja, eine Vertragsverlängerung, wenn Sie nichts in Anspruch nehmen, den Tarif nicht zahlen, kriegen Sie eine Kündigung und ich muss die Provision zurückzahlen. Ich dachte, es gibt keine Provision. Oder eher gesagt, mein Chef. Aber der kriegt eine. Wahrscheinlich, sonst könnte der mich ja nicht bezahlen. Nee, ich weiß ja nicht, vielleicht wenn die Krankenkassen da, wenn ihr da den Kram für die macht, dass die das bezahlen. Aber ist ja auch egal, das soll ja nicht mein Problem sein. Wie war das jetzt mit der Brille? Da wollten wir irgendwie nochmal schnacken. Aber ganz kurz jetzt. Mhm. Ich jetzt einmal die Brille ja, fertig klar. machen und die Zähne einmal für sie fertig machen. Nee, das mit der Brille möchte ich mir erstmal anhören, was das kostet und hier und da. Bei den Zähnen weiß ich das jetzt ja. Das haben wir ja schon vorhin geklärt. Wir haben sogar den Lautsprecher an. Ich finde das übelst witzig. Ich habe keinen Lautsprecher an. Ich sitze hier mit meinem Headset von Sennheiser. Ja, das Headset, den Namen wollte ich ja auch nicht wissen. Ja, aber ich muss ja Werbung machen dafür. Merken Sie jetzt, ja, merken Sie gerade nicht? Dann merken Sie doch selber, oder? Was denn? Du merkst das doch selber. Was merke ich denn? Jetzt duzen wir uns, oder? Das können wir gerne machen. Natürlich, okay. Also, noch einmal. Ich habe mich ja die ganze Zeit, ich hoffe, du hast das aufgezeichnet, weil dann kannst du das alles nochmal replayen und ich habe mich ganz normal gemeldet. Ich habe mich nicht als deine Krankenkasse ausgegeben, das war dir schon klar, ne? Weil du das die ganze Zeit versuchst, wieder im Mittelpunkt hinzustellen. Naja, aber du hast ja trotzdem gelogen. Inwiefern? Naja, du behauptest ja, die Nummer ist offen einsehbar, weil ich gesetzlich versichert bin. Das ist ein völliger Schwachsinn. Ja, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Ja, dann kannst du dir gerne die Aufzeichnung gleich nochmal anhören. Oh, das mache ich. Ich habe definitiv gesagt gehabt, ja, dass ich gerne nachvollziehen, also dass wir euch anrufen, also was wir dich anrufen, weil du gesetzlich krankenversichert bist und nicht privat. So, ob das offen einsehbar ist, das habe ich nicht gesagt. Da habe ich gesagt, da muss ich die IT-Abteilung nochmal nachfragen, woher der Datensatz genau ist. Das kann ich dir genau sagen. Deine IT-Abteilung von diesem angeblichen Service-Center der gesetzlichen Krankenversicherung kauft das Zeug für ein Schweinegeld bei dubiosen Datenhändlern ein.
und ihr ruft dann die Leute an. Das kann gut möglich sein, um ehrlich zu sein. Jetzt haben wir hier gerade das, also Sie jetzt persönlich, Dorian, Herr Degenschuf, hat sich im Internet eingetragen, ja, bis zu 20 Euro, wie viel würden Sie monatlich ausgeben, um... Ich weiß, ich kenne diese Gewinnspiele. Diese Gewinnspiele tun immer so, als ob sie von McDonald's oder von Pampers oder von der Shell-Tankstelle wären, sind aber irgendwelche Datenhändler, gewerbliche, und dein Chef gibt dann da ein Schweinegeld dafür aus, diese Datensätze zu kaufen. So läuft das. Ja, nicht Schweinegeld, 1 Euro mehr nicht. 1 Euro pro Datensatz? Genau. Ah, da musst du aber eine gute Conversion Rate hinlegen, damit sich das lohnt. Doch, aus einem Grund, ein Kunde bringt schon knapp 500 Euro. Ja, siehst du, meine ich doch. Aber wenn du sagst, zeichne mal schön auf, kennst du denn meinen Kanal? Ich kenne deinen Kanal. Wer bin ich denn? Super. Ist doch egal, wer du bist. Ja, dann weißt du es auch gar nicht. Wie, dann weiß ich es auch gar nicht. Ja, nee, wenn du nicht sagen kannst, wer ich bin, ich finde dein Zeug toll, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ich will's jetzt gerne beweisen, dass ich weiß, wer du bist. Ja, dann. Ich will es dir eben nicht beweisen, weil es gibt manchmal Leute, die ein bisschen intelligenter sind als du. Nee, das glaube ich nicht. Zumindest nicht in irgendwelchen Callcentern. Siehste, und das ist ja der Unterschied. Ich sitze in keinem Callcenter. Nein, ihr seid ein Großraumbüro, richtig? Ich bin auch kein Großraumbüro. Du machst das von zu Hause? Ich mache das auch nicht von zu Hause. Sondern im Flugzeug. Ich bin im... Genau. Toll. Wohin fliegst du? Ganz weit weg, Istan? Nein, ich bin die ganze Zeit nur in der Luft, während ich telefoniere, und sobald ich Feierabend habe, lande ich. Ach so, aber nicht in irgendwelchen Gebäuden, bitte, ja? Bitte? Nein, ist, das ist nicht in Gebäude reinfliegen, also, ne? Das ist normale Landebahn, also das ist jetzt Quatsch, was du da jetzt... Und in welchem Kontinent bist du unterwegs? Ich bin gerade genau über Karlsruhe am Fliegen. Über Karlsruhe? Oh, das ist toll. Dann grüß mal das Bundesverfassungsgericht. Gerne. Aber eine Frage jetzt noch einmal. Ja. Auch zwei, auch drei. Hast du jetzt ja auch Zeit genommen. Gerne, für deinen Kanal vor allen Dingen, wenn du einen Kanal überhaupt hast. Ich dachte, du kennst ihn. Jetzt hast du dich schon verraten. Zu viel zum Thema. Kann ja sein, dass du dich verstellst und nur so tust, als ob du derjenige bist. Als wer denn? Ja, gar nicht. Deswegen muss ich. Super, das hast mich wieder hops genommen. Also, noch einmal, Politiker, ganz kurz. Wo sind Politiker? Ich hole meine Schrotflinte. Du. Ich bin kein Politiker, ich hasse Politik. Jetzt fängst du mit Schrotflinte an, das heißt, du bist, das war mir schon klar, dass du ein Amokläufer bist. Also ganz kurz. Warte, ich gebe dir mal kurz meinen Kumpel. Hallo, hier ist Dimitri. Warum sagst du Amokläufer zu meinem Kollegen? Was ist los mit dir? Ich küsse dein Herz, Dimitri. Du bist der Beste, oder? Wie redest du mit meinem Kumpel, Blät? Ey, Dimitri. Was los? Ruhig. Warum bist du so aggressiv wie Putin? Eine Frage. Warum machst du jetzt diese Putin-Style? Was heißt hier Putin-Style, Blät? Ukraine und so. Warum machst du das? Hör auf mit Politik, Mann. Ich bin aus Kasachstan, Blät. Du bist aus Kasachstan? Ja, Mann. Kasache? Ja, Kasach, ich folge dem Falken. Jetzt hast du mich dein Vaters Nacken auf. Jetzt ganz kurz nochmal. Warte, ich geb dir mal meinen anderen Kumpel, so kannst du nicht mit mir reden. Gib mal, bitte. Hallo? Der verstellt dreimal seine Stimme mit drei verschiedenen Akzenten. Hallo, hier ist Rakesh, wir können doch nicht schon mit meinen Kollegen reden. Guck mal, Pandi oder Ganjasane. Du kannst nicht so mit Menschen sprechen, weil du, meine Herze geht kaputt, wenn du so reden. Hör mal zu. Hast du das verstanden? Ich verstehe nicht, woher ihr dieses Hobby habt. Guck mal, das Geile ist, ich habe voll das Pop-In, eine Genehmigung online. Ich gebe das nur weiter, ich habe gar keine Kopfschmerzen. Ey, dein Opt-in ist überhaupt nicht zustande gekommen, weil man da irgendein Arschloch deine Daten bei jedem Gewinnspiel eintragen kann und du stehst hinten dran. Das ist doch nicht mein Problem. Doch, weil ihr eure Daten aus unseriösen Quellen kauft, dann ist es dein Problem. Du kannst auch nicht eine Waffe auf dem Schwarzmarkt kaufen und dich hinterher beschweren, wenn du verhaftet wirst, Blät. Hab ich ja auch nicht. Das ist ja das Geile. Das heißt, ich gebe das einfach nur weiter. Ja, ich gebe dich weiter. Warte mal kurz. Gib mich mal weiter. Hallo, junger Mann. So können Sie aber nicht mit anderen Menschen sprechen, ne? Ich feier euch übelst auf. Wie bitte? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Hallo? Ich wiederhole. Jetzt aber. Wer denn? Mhm. Hallo? Ja? Hallo? Ja, ich bin da. Hallo, jetzt hören Sie mich? Ja. Jetzt aber. Okay. Also,
Mit wem bin ich jetzt da verbunden? Hier ist der Herr Maulwurf. Wer ist da? Wir machen das jetzt kurz und knapp, Herr Maulwurf. Ja. Ich finde das super, was ihr da macht. Bei allem Respekt, Respekt an dich, wie du deine Stimme für voll verstellen kannst. Dankeschön. War ja übelst. Glaubst du denn wirklich, dass ich das alleine bin? Vielleicht sitzen hier ja auch 8 Leute in einem Raum, in der Mitte so ein Telefon und dann reichen wir das immer rum. Weil das ist manchmal, was die Leute in den Kommentaren, die glauben das immer gar nicht, dass ich das selber mache. Nein, das bist du alleine aus einem Grund, weil da gibt es so einen gewissen Klang, der ist immer gleich. Und da weiß ich ganz genau, dass du das bist. Ja, weißt wenn du? Ich da lüge jetzt gerade und wenn ich Pech habe und wenn ich jetzt Schwachsinn lüge, dann lüge ich. Aber mein Gefühl sagt mir das genauso. Ja, du hast ja auch recht, aber sag mal, die wenigsten verstehen das, ne? Ich habe auch schon mal eine... Aber jetzt, warum ich jetzt so lange mit dir reden kann und dass ich kein Callcenter bin, sondern selbstständig bin. Du bist selbstständig mit der, gib mir doch mal deine Gewerbenummer. Das muss ja alles transparent sein, ne? Du willst mich hops nehmen. Nee, du hast doch gesagt, du hast einen Chef, dann bist du nicht selbstständig. Ich habe keinen Chef. Doch, hast gesagt, dein Chef kriegt Provision. Da hast du wieder gelogen. Ja, ich krieg die Provision. Ja, da habe ich auch gelogen. Gib ich auch zu, offen und ehrlich sogar. Ja, aus einem Grund. Das sind interne Sachen, die ich gar nicht erzählen muss. Ich habe hier mein Opt-in, kriege ich hier einen scheiß Beschwerde, schicke ich das Opt-in, gebe ich das weiter zu dem, wo ich das gekauft habe. Ich kann dir sogar sagen, von wem ich deine Daten gekauft habe. Ja, das kannst du mir gerne sagen. Von der Adresse Servia Media, ja. Von da habe ich das gekauft. Ja, und glaubst du denn ernsthaft, dass irgendjemand diesen... Das hatte ich doch schon alles. Das hatte ich doch. Da kam schon mal jemand so wie du und hat das versucht. Da habe ich das einfach, habe ich gesagt, hier, eine statische Erklärung, da habe ich das gekauft. Jetzt klettert mit denen, sollen die mir mein Geld zurückgeben. Ja, das ich möchte nur Leute kontaktieren, wo ich eine Genehmigung habe und keine kontaktieren, wo ich keine Genehmigung habe. Ja, das ist natürlich der einfache Weg, aber sag mal, wenn man das mal als sehr... Der einfache Weg, weil ja, du musst das einmal durchführen. Du bist ein seriöser Geschäftsmann, oder nicht? Du musst doch mal überlegen, ich bin erstens selbstständig, versuche mich selber gerade aufzubauen. Ob ich derzeitig seriös bin oder in der Zukunft erst seriös werde durch meine Erfahrungen, ist ein Unterschied. Aber dass du mir jetzt schon mal ein Beinchen stellen möchtest, ist gar nicht fair von dir. Verstehst du, was ich meine? Du machst mich jetzt schon in eine Schublade, mit der ich nichts zu tun habe. Ja, du bist ja doch selber reingesprungen. Um Gottes Willen, ich mache das seit 2 Jahren. Ich habe jetzt knapp an die 200 Bestandskunden. Da habe ich keine Beschwerden. Die haben mich alle genau so gekriegt. Die sind alle zufrieden. Die singen Lobeslieder auf mich. Gar kein Problem. Aber jetzt kommst du dazwischen, erklärst irgendwie, dass ich doch ein Betrüger lüge und versuchst, mich da schlecht darzustellen. Nee, ich habe nicht gesagt, dass du ein Betrüger bist, Kumpel. Weißt du, warum ich dich feiere? Aus einem Grund. Weil es gibt wirklich, weil ich höre das oft, wie manchmal so indische Leute oder halt, ich bin selber jetzt kein Bio-Deutscher. Das aber hört man. Trotzdem, danke, hab ich schon rausgehört. Aber immerhin hast du dich nicht mit Thomas Müller vorgestellt. Das machen die meisten nämlich davon. Bei dir hört man jetzt gar nichts heraus. Du hast 1000 verschiedene Akzente. Wenn ja, Sinn der Sache. Ja, jetzt bleibst du russisch, obwohl du gleich wieder Hochdeutsch reden kannst. Das ist schon mal cool. Ich kann auch eher in Schweizer sprechen, wenn du das möchtest. Da kannst du bei mir auf der Raum die Ziegen füttern. Mach mal einmal den Franzosen. Oh, sacre bleu, ich kann dir auch gerne den Franzosen machen. Das ist kein Problem, mon ami. Das ist brutal. Das ist brutal. Das ist schon... Mach mal den Araber. Einmal den Araber. Den Marokkaner. Den muss ich, da muss ich sagen, da übe ich noch dran. Also ich kann mal probieren. Da. Oh, du scheiß Deutscher, Mann, ich mach die Schmerzen, Mann, Alter. Ich mach die Schmerzen, du kriegst so ein Blöd. Das ist ein Türke. Ja, ich bin noch nicht so viel unterwegs gewesen im arabischen Raum. Ne? Da kann ich jetzt nicht so die Unterschiede. Ich kann Marokkaner nachmachen. Du, ich kann so, also ich hab schon so ein paar arabische Kumpels, ja. Da habe ich mir schon so ein paar Sprüche hier. Du musst sagen, Sippe, sag mal Sippe. Sippe, was heißt das? Schwanz heißt das, sagst du so, auf Marokkan, ich dachte, du Schwanz. Ich hab nicht so die Bezüge zu Schwänzen, muss ich ehrlich sagen. Dann sag Tampon, du Muschi, was jetzt? Yalla, Gochada, das kann ich. Nein, das ist schwach, Digga, du kannst besser glauben. Na auf gut, jeden Fall. Man kann nicht alles können, ne? Ich arbeite jetzt dran. Noch einmal, ohne Spaß, jetzt. Willst du deine Zähne versichern oder machst du das selber über Check24? Check24, das ist genauso wie wenn du über Booking.com ein Hotel buchst, da zahlst du an 3 verschiedene Leute Provision, anstatt dass du selber bei der Versicherung anrufst. Hast du recht?
Nee, recht. Aber der Beitrag ändert sich doch jetzt nicht. Ich habe doch jetzt von jedem 1:1 den Tarif hier. Ich kann den 1:1 verkaufen. Du, ich glaub dir das. Brauchst, dann brauchst du das nicht. Aber wenn du das brauchst, dann ist was anderes. Deswegen frage ich nochmal offen. Wenn du das brauchst, ich gebe dir den Anbieter, der sich auch lohnt. Ich kann dir auch einen geben für 3 Euro, aber der lohnt sich nicht. Glaub das mir. Das bringt nichts, das weiß ich. Du, ich will ja auch nicht, abstreiten, dass du da ein seriöses Angebot hast, aber nein, jetzt, mal, weißt jetzt, du. Jetzt sag ich dir auch ganz ehrlich, guck mal, jetzt sag ich dir auch ganz ehrlich. Ich spreche gleich für einen Dämon. Satan kommt dich holen. Ah, du Billah, oh Shaitan, oh Raji. Ah, jetzt wird's gefährlich, Alhamdulillah. Bruder. Was geht? Moslem, Alhamdulillah, aber ich musste, natürlich, wenn du so redest mit. Darf kein Moslem, darf sein nichts. Das siehst du doch an der Vorwahl. Ach komm, die ist doch eh falsch. Bei 99% der Leute, da gucke ich schon gar nicht mehr nach. Guck mal, siehst du, da merkst du schon mal die Seriosität und die Unseriosität. Ich bin aus Duisburg. Ja, du kannst da, tu mir mal einen Gefallen, google mal nebenher deine Nummer. Du wirst hier bei Clever Dialer, bei Telos und was weiß ich, die warnen überall vor deiner Nummer. Musst du mal deine Nummer bei Google eingeben, habe ich gerade gemacht. Ich komme wirklich aus Duisburg, aber ich habe 10 verschiedene Nummern aus einem Grund. Kennst du das System hier nicht? Natürlich kenne ich das System. Mr. Al-Duisburgi. Ich bin wirklich aus Duisburg. Warum ja, ist doch cool. Weil ich habe einen Kumpel, der kommt aus Tikrit, der heißt Al-Tikriti mit Nachnamen. Siehst du, damit du schon mal merkst. Für mich ist das gerade nur hier Comedy, weil du bist sehr lustig. Du auch, das macht echt Spaß mit dir zu schnacken. Genau, aber jetzt sag mal, was war jetzt dein Hauptthema? Warum bist du jetzt überhaupt, warum tragst du dich denn ganz ins Internet ein? Sag mal, wie heißt du bei YouTube? Sag mal ehrlich. Du weißt, wie ich heiße. Sag du es mir, dann kann ich es dir bestätigen. Ich weiß nicht, wie du heißt, ja. Sag doch. Ja, du hast doch gesagt, du liebst meinen Kanal. Ja, weil ich einen kenne, der hat sich so angehört wie du, aber jetzt hört sich... Ja, und wie heißt der, den du kennst? Du musst mir schon was geben. Ey, na komm, du, deine Fassadenshow klappt bei mir nicht. Red doch, guck mal, erstens Fassadenshow, bist du Psychologe geworden oder was ist da los? Nie was anderes gewesen. Analytiker oder wie? Ich bin Psychoanalytiker vom Bundeskriminalamt. Guck mal, das darf man sogar sagen, ich habe nicht behauptet, dass ich Polizist bin. Und Psychoanalytiker ist, glaube ich, auch kein schützenswerter Begriff, auf jeden Fall Joke. Also, das hast du schon mal Psycho, allein dass du es aussprechen kannst, Respekt an dich. Ist das so selten in deinem Freundeskreis, dass Leute komplexe Worte aussprechen können? Diese? Ja. Das hast du gerade selber gesagt, aber... Ja, ist auch so, warum soll ich lügen? Ich hab jetzt, dass ich nur mit dummen Leuten rumhänge. Das hast du selber gesagt, ich hab's dir nur erklärt. Ich sag ja nur, dass ich geb dir recht, du hast es nur vernünftig ausgesprochen. Ich glaube, ich muss das ab jetzt auch so aussprechen. Wir können sie ja öfter mal zusammenschalten und hier irgendwie so eine Comedy-Show zusammen machen. Meinst du? Ich glaube nicht, dass die Leute mich so witzig finden werden wie dich. Meinst du nicht? Wir können das ja mal ausprobieren. Wir können ja mal sagen, weil ich habe ja, weißt du, auch bei mir im Kanal, ich habe ja von den ganzen Charakteren, die ich spiele, gibt es so Emojis, ne, so Smileys für Kanalmitglieder. Und ich würde mal sagen, alle, die mich lustiger finden, wir wollen nicht vergleichen. Alle, die dich lustig finden, die sollen den Inder in die Kommentare setzen. Sollen wir das so machen? Den Inder? Ja, wenn du meine Inder, der heißt Rakesh, okay? Bruder, sag mal deinen Kanal. Ey, Bruder, sag mal deinen Kanal. Ich hab jetzt hier Callcenter-Fan, das bist du nicht. Nein, Alter, willst du mich beleidigen, Blatt? Ey, meine Bruder, warum sagst du nicht, welche Kanal? Ich möchte dich leiden sehen, ich will dich leiden sehen. Bist du scheuert, nicht schön. Aber du hast mich jetzt schon 10-mal unterbrochen bei einer ganz elementaren Frage, die will ich dir jetzt endlich stellen, bevor ich zu besoffen bin, um das zu merken. Wie gesagt, dein Angebot an sich ist nicht unseriös, aber was erwartest du, wenn du bei einem Datenhändler Daten einkaufst? Meinst du, da gehen irgendwelche Leute morgens nach dem Frühstück Tura, Lura, Lura mit Frau und Kindern hin und sagen, hier hast du meine Daten, verkauf die mal weiter. Dann müssen doch die Glocken klingeln bei dir, dass das nicht seriös sein kann, was die verkaufen. Nein, hör doch zu, guck, ich gebe dir recht, aber jetzt musst du so überlegen, ich kaufe ein. Ich sag dir das offen, ehrlich, ich habe nichts zu verbergen.
Ich kaufe mein 600 Datensätze ein und mache daraus meinen Profit. Logisch, klar. Das habe ich verstanden, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Bei 600 Leuten, dann gibt es bei 600 Leuten, so welche Leute wie du, gibt es 10 Stück höchstens. Es werden mehr. Ah, ne, 10 Stück wie du. Und dann gibt es 100, die sagen, nein, 100, die sagen, wir haben das schon. 100 sagen, woher hast du überhaupt meine Nummer? Und die anderen, die sagen, ja, das ist interessant, schick mir ein Angebot. Ich habe mir da Gedanken drum gemacht, wenn du das vernünftig verkaufst. Und dann bist du denn selber Versicherungsfachwirt irgendwie? Ich bin Versicherungskaufmann, komplett selbstständiger Kaufmann, eingetragen sogar. Bei der ja, aber hast du den Beruf, hast du das gelernt oder ist das so angeeignet ein bisschen? Ich habe den Beruf gelernt. Ich habe den nicht eingeeignet irgendwo, wo ich während ich im Knast am Sitzen war. Das hast du jetzt auch wieder selber gesagt. Hau dich doch nicht immer so in die Pfanne. Das Thema Knast hast du jetzt selber rausgebracht. Das heißt doch einfach nur, dass ich ein bisschen vorausschauender denke und genau nachvollziehen kann, wenn eine Person mir irgendetwas, sagen wir mal, darstellen möchte, wie der auch selber von mir denkt. Und so denkst du von mir. Auch wenn ich das jetzt nicht behaupten würde, würdest du so von mir denken. Nein, das würde ich nicht. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen den Leuten, die anrufen und sagen, du hast dein Gewinnspiel nicht gekündigt, das kostet jetzt 2000 Euro. Oder einer wie du, der ein legitimes Angebot hat, aber mit unseriösen Quellen arbeitet. Das ist ein großer Unterschied. Da gebe ich dir recht. Die unseriöse Quelle, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht mit der unseriösen Quelle. Wir sind auch selber dran am Arbeiten, unsere Leads selber zu generieren. Aber um ehrlich zu sein, die Menschen sind unseriös. Guck mal, es gibt Leute, die tragen sich wirklich im Internet ein und die tragen sich einfach ein. Die wollen das haben, die sagen ja, fahren. Und dann rufst du die an und dann kommt es auch darauf an, ob der jetzt gerade, sagen wir mal, gut gelaunt ist, nicht gut gelaunt ist. Es kommt sogar manchmal darauf an, wie das Wetter ist. Das stimmt. Das macht großen Unterschied bei Gästen und Kunden. Ich hatte Leute, die rufe ich am Montag an, die sind abgefuckt. Dann rufe ich die 2 Wochen später an, die am Freitag, die sind voll happy und ich mache meinen Abschluss. Ja, aber Montag ist ja der schlechteste Tag. Am Montag haben alle schlechte Laune. Ja, da gebe ich dir recht. Aber hätte ich schon am Montag jetzt beispielsweise diesen Kunden direkt für tot geschrieben und oder wäre so penetrant rangegangen und hätte gesagt, nee, sie müssen jetzt mit mir oder so. Kennst du, es gibt ja Leute, die sind einfach eklig. Die ja, klar. Haben, die können gar nicht verkaufen. Die lesen ihren Text. Ja, die wie so ein Roboter. Ja, genau, bei Versicherung ist das aber anders. Eine Versicherung, da gibt es keine Vertragslaufzeit, außer du nimmst direkt die Leistung in Anspruch. Verstehst du? Das heißt, ein Kunde, ich mache jetzt einen Vertrag zum 1.8., es wird auch abgebucht zum 1.8. jetzt. Wenn der aber dann das Geld zurückbucht oder nicht zahlt, die Versicherung kündigt den automatisch. Das heißt, eine Versicherung ist nicht auf den Kunden abhängig. Die ist auf, also das heißt, ich bin eher abhängig. Ich kriege Geld, was ich zurückzahlen muss, wenn er nicht bleibt. Deswegen achte ich darauf, dass der Kunde bleibt. Der Kunde muss das kriegen, was der Kunde haben will. Und nicht, was ich den jetzt aufschwätze oder was ich den aufdränge. Weil dann bringt das nichts. Ja klar, da stehen ja auch im Endeffekt richtige Versicherungen dahinter. Du bist ja Reseller in dem Sinne. So sieht's aus. Das heißt, Versicherung ist auf jeden Fall, also ich habe viele Sachen früher gemacht, wo ich jung war, bevor ich das alles gelernt habe. Die waren unseriös, meiner Meinung nach. Telefon, Strom, das ist ein bisschen anders. Oh ja. Der Kunde wird da jetzt nicht festgenagelt, außer der nimmt Leistungen in Anspruch. Das heißt, ich zahle meinen Beitrag, dann auch auf einmal kriege ich 200 Euro für eine Zahnreinigung oder ich kriege für ein Krankenhaustagegeld Geld, dann wird der Vertrag automatisch verlängert, ganz klar. Logisch, klar. Wenn ich Leistungen nehme und dann auch einen Vertrag will, das geht nicht. Nee, das ist logisch, aber das funktioniert nicht. Aber es wird doch mit Sicherheit so sein, dass wenn die Leute das bei dir kaufen, dass das deutlich teurer ist, als wenn sie es bei der Versicherung selber machen, weil die müssen ihre Provision auch wieder reinkriegen. Nein, stimmt nicht. Wie? Das heißt, den Beitrag, den ich dir jetzt nenne, den kannst du jetzt selber auf der Hauptseite der Versicherung sehen, ist der gleiche Beitrag. Das ist interessant. Wie finanzieren die das denn? Die bezahlen dich ja dafür. Die finanzieren das durch Kunden. Eine Versicherung ist eine Aktiengesellschaft. Das heißt, eine Versicherung wie Gotha beispielsweise, UKV, Ergo etc. Die sammeln ja, die verdienen ihr Geld durch Neukunden. Umso mehrere Kunden die haben, umso mehr Geld haben die. Ja, okay, dann machen die das als Mischkalkulation. Verstehe, damit es weniger auffällt. Okay, überlegen. Ist nachvollziehbar. Die Rechnung ist so, der Kunde soll 10 Jahre bleiben. Ja, klar. Der Makler, der kriegt nur 1 Jahresprovision oder 2 Jahresprovision. Manche kriegen 4 bis 5 Jahresprovision. Ziel ist, Kunde bleibt 10. Von 100 Kunden bleiben 50 Kunden 10, die anderen kündigen nach 4, 5, 6. Weißt du, was ich meine? Ich habe das schon verstanden. Ja. Das System ist interessant. Sehr verwoben alles.
Auf jeden Fall, wie sieht es jetzt aus bei dir mit deiner Zusatzversicherung mit den 10? Machen wir das oder nicht? Meine Güte, bist du hartnäckig. Nein, bei allem Respekt, ich rufe dich gleich über meinen Vertrag, ich habe nichts zu verstecken. Wenn du das brauchst, oder gehst du nicht zum Zahnarzt regelmäßig? Wenn du nicht gehst, bringt das nichts. Du hörst so, ich bin bei der Russenmafia. Du, ich boxe mich so oft, das lohnt sich gar nicht. Jetzt hängt sie wieder mich auf den Arsch. Wer verarscht hier wen? Nein, ohne Scheiß, ich kaufe nichts am Telefon, schon gar nicht. Ich bin bestens abgesichert, ich gehöre zu den Leuten, die alles schon haben. Hand aufs Herz. Okay, dann sage ich jetzt noch einmal, wenn du einen YouTube-Kanal hast, wie heißt du denn? Sag doch mal. Ich dachte, du kennst mich. Ich kenne dich nicht, ich habe dich nicht gefunden. Ich dachte, du bist der eine, aber du bist doch nicht. Nein, ich bin nicht Callcenter-Fan. Wer bist du denn? Ich bin Dimitri, hast du doch gesagt. Ich habe mich doch vorgestellt, oder nicht? Wie Dimitri? Ja, mein Name ist Dimitri, freut mich, dich kennenzulernen. Hast du den Film Borat geguckt? Kennst du den? Ja, okay. Ah, kennst du Borat? Ja, kenne ich, natürlich kenne ich Borat. Ja, hallo, mein Name ist Borat, wie ist dein Name? Lachkick, sein Vater. Was? So kannst du nicht über meines Vaters sprechen. Ich habe einen Kopf mit Zigeunertränen, um ihn vor Erz zu schützen. Ey, Bruder, wie heißt du bei YouTube? Hast du keinen YouTube-Kanal? Dann ist doch nicht schlimm, wenn du keinen hast. Natürlich habe ich einen. Ich meine, wir sind uns jetzt ja einig, dass wir die Leute dann abstimmen lassen, ob sie dich auch lustig finden, ja? Ja, machen wir. Aber du darfst nicht meinen Verkäufernamen sagen und mach nicht mein Business kaputt. Ich bitte dich. Oh, scheiße, Alter, da muss ich ja verdammt viel schneiden. Also hier dein Stage-Name und dein richtiger Name, den soll ich rausnehmen, ja? Du weißt doch gar nicht mal, ja. Na doch, hast du gesagt, die Übersetzung von dem Namen, den du ursprünglich gesagt hast. Das meinst du, oder? Ja, voilà, guck mal. Das hast du gemeint, oder? Nur damit wir uns richtig verstehen. Ja, das ist mein richtiger Name, bitte nicht nennen. Ja, ist kein Problem. Wir haben jetzt offen geschnackt. Ich gebe dir mein Ehrenwort, das werde ich nicht machen. Und bei dem Rest haben die Leute, wenn das für dich in Ordnung ist, dann mal einen schönen Einblick, wie das alles funktioniert. Und dann gehen wir. Weiß ich nicht, das müssen die Leute dann entscheiden, ob sie das so finden. So, dann bist du bei YouTube, ja? Zeig mir aber erstmal jetzt deinen Namen. Ja, ist kein Problem. Gib mal oben ein Telefon. Ja. Und dann kannst du mir mal sagen, was dir schon vorgeschlagen wird. Frank. Nee. Was Nino. Noch? Klingelt. Dann schreib mal hinter Telefon noch das Wort Ziege, wie die Ziegebock. Ziege, lass du mich aus, oder was? Na, Olla, Telefonziege Dimitri. Ist so. Also das soll ich eintragen, Telefonziege Dimitri. Ne, einfach nur Telefonziege. Okay, jetzt bei Telefonziege nur. Tamam. Hier. Da habe ich Telefonziege. Hilfe, Antis Callcenter, Betrüger will mich anzeigen. Alter. Ja, hast du gefunden. Aber Bruder. Bei mir muss, da schreibt doch, wenn, kannst du nicht schreiben, wenn einer was machen will. Ich habe endlich mal einen gefunden, der seriös ist, weil guck mal jetzt ohne Spaß. Ich lüge dich nicht an. Ich bin wirklich selbstständig. Ich habe erstmal mit Kollegen gearbeitet, mit 6, 7 Stück. Du, alles gut, ich glaube dir das. Ich habe ja auch schon zugegeben, dass das keine Betrugsmasche ist, was du da machst. Aber du stehst halt leider du beziehst deine Daten aus den gleichen Quellen wie diese Schwerkriminellen. Ich habe hier Leute drin, die gehören zur bosnischen Mafia. Und machen Betrug mit Kreditkarten und du kaufst bei den gleichen Leuten ein. Das ist eklig, da gebe ich dir recht. Und weißt du, was der Unterschied ist? Guck, diese Datensätze, weißt du, wie teuer die sind, die du meinst? Die kosten 20 Cent bis 25 Cent. So, ich kaufe extra die für 1 Euro ein, weil ich dachte, die tragen sich einen Tag. Der sagt immer zu mir, die tragen sich einen Tag vorher ein. Ne. Weißt du? Und danach kann ich die haben. Du was, so du hast. Da kann ich dir schon mal sagen, dass dein Typ dich anlügt. Du hast angerufen für Dorian de Gretschow, richtig? Ja. Lass mich kurz gucken, ich habe eine Liste, weil ich habe ja ganz, ganz oft neue Nummern, genau. Neue Namen. Dorian de Gretschow, ja. De Gretschow spricht sich das, aber ist egal. Das ist ein Insider. Wann hast du die Daten gekauft und was haben sie dir gesagt, wie alt die sind? Warte. Die habe ich gekauft am Januar 2022. Im Januar? Und da rufst du jetzt erst an?
Nein, die habe ich schon. Die sind wieder durchgelaufen. Ach so. Ja, okay, dann passt das. Weil wenn du das jetzt irgendwie, weil du gesagt hast, einen Tag oder so, dann hätte der dich angelogen. Aber dann passt das. Das ist so Anfang des Jahres, habe ich die Nummer gemacht. Genau, vor Januar war das noch ein Tag, aber die sind ja nicht rangegangen, dann lasse ich die durchlaufen, die ich nicht erreicht habe. Ah, okay. Dann habe ich ja Glück, dass ich heute frei habe, dass wir mal zum Reden kommen. Das ist ja gute Werbung. Da hast du Glück und ich habe Pech, also auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, Mann. Guck mal, ne? Ich bitte dich, mach mir keinen. Ich bin selbstständig, ich bin allein, ich habe keinen Chef, ich habe niemanden. Ich habe dir mein Ehrenwort gegeben, dein Name fliegt raus aus der Nummer. Sauber, ich habe meinen Vertriebspartner, weißt du? Aber vielleicht können wir das auch umgedreht, aber nein, das ist fast wieder Geldmacherei. Was willst du mir jetzt verkaufen oder was? Nein, ich wollte sagen, weißt du, sagst du hier endlich mal einer, der ehrlich ist, der alleine ist, der ein bisschen Geld braucht, weißt du? Also meinst du, ich mache Werbung für dich, da kann ich aber nicht deinen Namen weglassen. Das ist das, Mann. Und ganz ehrlich, du, solange du aus denselben Quellen Daten kaufst wie irgendwelche organisierten Kriminellen, nein, bei aller Sympathie nicht, würde ich nie mit dir zusammenarbeiten. Ach nein, weil wenn du das schon mal, du hast, Bruder, wenn du mir sagst, du hast dahinter Mafia-Strukturen gesehen, dann verstehe ich das, Mann, das geht nicht. Weißt du, die ganzen Daten, die ich da habe, die gibt es nicht. Es gibt diese Personen, diesen Dorian Degretschow gibt es nicht und darum kann er auch kein Opt-in geben. Und schon gar nicht auf diesem Wege. Du kannst ja, das hast du sicher mal gemacht, aber vielleicht noch mehr in der Tiefe durchlesen, wie ein Opt-in zustande kommt. Die schicken mir eine E-Mail, die bestätige ich. Da könnte ich jetzt die Telefonnummer von meinem Vermieter, von meinem Nachbar, von meinem Chef eintragen, wenn die mich ärgern. Und könnte einfach deren Daten da eingeben, mir eine E-Mail-Adresse machen, das dauert 5 Sekunden bei Google und dann wären die Telefonleitungen der Leute völlig im Arsch. Und das kann kein legitimes Opt-in sein. Das ist kein legitimes. Also ich habe hier ein auf einer E-Mail Kupferhamster. Ja, kupferhamster@gmail.com. Genau. Ja. Guck mal, das hat jetzt aber auch mit dem Namen gar nichts zu tun. Da könnte jetzt auch Penismafia stehen. Und ich trage da die Nummer von meinem alten Lehrer ein. Also das ist, dein Händler ist nicht seriös. Das weiß ich mit Sicherheit. Ja. Kennst du denn seriöse Händler? Nein. Weil die alle im Endeffekt, musst du immer davon ausgehen, wer in aller Welt geht mit einem riesengroßen Plakat mit seinem Namen und seiner Telefonnummer durch die Stadt freut sich darauf, dass er angerufen wird. Das sind Leute, die nicht richtig die AGBs gelesen haben und die Häkchen gemacht haben, ohne zu lesen, die dann angerufen werden dürfen, weil sie es wirklich gemacht haben. Aber seien wir mal ehrlich, du willst doch auch nicht zu Hause terrorisiert werden. Nein, das ist ja das. Wir kriegen ja die Anrufe nicht. Ich krieg die nicht, weil ich meine Daten nirgendwo eintragen möchte. Siehst du. Ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall eine interessante Nummer. Ich verstehe dich und guck mal, ich mache den Job auch schon seit längerem, also sagen wir mal, Leute anrufen. Ja, habe ich verstanden. Du hast gesagt, 2 Jahre machst du das. Stimmte das oder ist das noch mehr? Also vorher habe ich natürlich andere, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe ja Erfahrungen gemacht mit Strom und etc. und das hat mir alles nicht gefallen. Ach, das hast du auch gemacht, okay. Da war ich angestellt, da war ich wirklich in einem Callcenter, im Großraum-Callcenter, weißt du? Mhm. Und da war ich 18 und so, da hat mir nicht gefallen, da, ich habe gemerkt, das bringt nichts, also, du musst die Leute da unter Druck setzen etc., das ist nichts, wo man Geld verdienen kann, nee, wo überhaupt man auch nicht. In Ruhe schlafen kann. Das ist immer wichtig. Man muss doch in Ruhe schlafen können. Ich habe auch Außendienst gemacht, Mannheim, Vodafone und sonstiges. Da habe ich auch gemerkt, das ist nichts für mich. Ich bin jetzt bei Versicherung geblieben, aus einem Grund, Versicherung ist so, entweder nimmt er das, weil er das braucht, oder er braucht das nicht. Und wenn er das nicht braucht, dann braucht er das nicht. Warum am Telefon? Weil ich so mehr erreichen kann, also mehr Leute kontaktieren kann. Ja, und beispielsweise, wenn ich jetzt alte Leute habe, wo ich merke, die sind nicht fit, oder allgemein, Abbaujahr 65, habe ich gar keine Lust mehr, mit den Leuten zu reden. Die werden auch gar nicht mehr versichert bei den Zähnen, oder? So alte Baujahre? Doch. Ja? Doch, da kannst du bis zum Baujahr 1941 noch versichern. Das ist Wahnsinn. Mal kurze Anekdote. Okay. Ich hatte vorhin einen dran, der habe ich nach 30 Minuten Gespräch erzählt, dass ich in der Irrenanstalt sitze. Die wollte mir trotzdem noch Lotto verkaufen. Asozial. Wenn ich jetzt sowas höre, dann lege ich auf. Ich habe auch Kunden beispielsweise, die mir sagen, ich bin geistig behindert, dann lege ich auf oder sage schönen Tag noch und trotzdem höre ich noch kurz die Probleme an. Das ist gar kein Thema. Es kommt immer darauf an, wie der Mensch ist. Und wenn du jetzt jemanden anrufst und guck mal, der Einstieg ist immer ein bisschen grau. Ja, der Einstieg ist grau, damit der Kunde zuhört.
Doch wenn der Kunde dann zuhört und du weißt, der hört zu und ihr redet dann offen über das Thema und er sagt dir, ich brauche das nicht, ich habe das schon oder ich besitze es schon, dann brauchst du nicht weiterzureden, dann sagst du tschüss. Logisch, klar, ist Zeitverschwendung auch für dich. Weil er das nicht benötigt, weil jetzt beispielsweise der Kunde, ich überrede den jetzt heute, ja, ich überrede den und der nimmt das. Der kriegt das jetzt, der bezahlt das aber jetzt nicht zum 1.8. Ich muss das doch zurückbezahlen. Ja, hast du auch nichts von, ne? Ich mache mir Papierkram, ich mache dem Kunden Papierkram, ich mache meinen Namen schlecht und ich mache das Unternehmen schlecht. Verstehst du, was ich meine? Ich habe das Prinzip verstanden, du. Mit Kunden arbeiten ist immer schwierig. Ich habe aber Kollegen, die machen das Gleiche, aber die machen das mit Mitarbeitern. Die haben 10 bis 15 Mitarbeiter. So, das hatte ich auch versucht gehabt, aber bringt nichts. Warum? Weil die Mitarbeiter arbeiten für die Stunden, nicht für die Kunden in dem Sinne. Das heißt... Dann hast du mich ja vorhin, wo du den Satz gerade wieder sagst, hast du mich ja vorhin auch angelogen. Hast gesagt, du wirst nach Stunden bezahlt. Das stimmt gar nicht. Mein Herz geht kaputt. Genau. Weil ich direkt schon herausgehört habe, dass wir beide miteinander Politik gerade machen. Das war, du hast mit mir gespielt, ich habe mit dir gespielt in dem Moment. Ach komm, du hast so lange gebraucht bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich kenne deinen Kanal. Nein, es ging nicht um, ich kenne deinen Kanal. Es ging darum, ich habe direkt herausgehört, dass du mich schon verarschen willst. Warum hast du dann 20 Minuten mitgespielt oder fast 30? Weil das mir Spaß gemacht hat. Weil ich werde auch cool. Pro Stunde bezahlen. Weißt du, mich juckt das gar nicht. Ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich im Monat verdienen kann. Mit normalen, legalen Weg, mit Leuten, die das benötigen. Ich mache auch WhatsApp. Ich habe WhatsApp-Gruppen mit meinen Kunden. Das heißt, alle meine Kunden, die ich hier anrufe, die sind auch mit mir über WhatsApp verknüpft. Deswegen habe ich nie Probleme gehabt mit Opt-in oder sonstiges. Weil wenn einer was nicht will, dann will er nicht. Dann redet er nicht an, dann kriegst du Probleme. So, ja, logisch, klar. Zwingen kannst du keinen. Du kannst ja in einem ruhigen Moment mal bei mir 4D, also ein bisschen mehr als 3D, Marketing auf dem Kanal eingeben. Da hörst du mal diese Kreditkartenmafia aus Bosnien. Das sind so die Creme de la Creme des Abschaums. Und die kaufen beim gleichen Datenhändler rein wie du. Ja, aber die kaufen auch, ob das 20 Cent ist, ob die einkaufen, 1 Euro gleiche Kacke. Es ist scheißegal, wie viel das kostet. Die kaufen bei irgendeinem. Weißt du, da gibt es Gewinnspielanbieter, die sagen, wir sind McDonald's. Was sagst du zu Agentic? Agentic. Du, wie die alle heißen, ich kenne nur die, mit denen ich, wo ich halt bei diesen ganzen, ich erkläre mal kurz, ich mache das so, ich finde Gewinnspiele, wo es dann heißt, jetzt 500 Euro Edeka, Netto, Shell, Pampers, Ikea-Gutschein, riesengroß mit Firmenlogo und wir verlosen, tausendster Kunde oder sowas. Ich melde mich nur bei Gewinnspielen an, die vorgeben, dass sie irgendeine große Marke sind, die von dem Moment an, bevor die Leute ihre Daten da eingeben, haben die schon gelogen, weil die denken, sich ausgeben als irgendeine große Firma. Und diese Typen verkaufen dann an deine Datenhändler und der verkauft an dich. Das ist der Weg. Ende. Und die haben dann alle sich gegenseitig ab. Ich schieb das auf den, der schiebt das richtig, auf den. Richtig, richtig, genau. Das hast du ja auch gesagt. Da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Eine stattliche Erklärung, aber das ist der Weg. Im Endeffekt arbeitest du mit den Daten von Leuten, die leichtsinnig sind oder verarscht worden sind. Ja. Mach dein Produkt nicht schlechter, aber die Herangehensweise ist halt. Also ich habe so viel kann ich glaube ich erzählen, ohne mich zu verraten. Ich habe einen Kumpel, der ist selbstständig für Vodafone. Der hat hier in der Stadt einen kleinen Shop. Da können die Leute reingehen. Warum machst du das nicht so? Habe ich auch, weil ich ein Ausländer bin. Was heißt hier, weil ich ein Ausländer bin? Das macht doch keinen Unterschied. Guck mal. Ich gebe dir recht, aber guck mal, ich sag dir, ich habe ja Außendienst gemacht, damit du Bescheid weißt. Ich habe Außendienst gemacht, Heim und Haus, wenn du das kennst, Türo, Läden, Fenster, Vodafone, 1&1. Aha. Ich habe alles schon ausprobiert. Ich habe nicht so Termine hingekriegt wie die anderen, weil oft die Leute, boah, du hast so schnell Deutsch gelernt, boah, das ist aber ein Wunder. Und ich bin hier geboren, ich kann perfekt Deutsch. Und trotzdem werde ich dann halt als Flüchtling betitelt. Oder? Ja, das ist scheiße. Ich habe gemerkt, und dann weißt du, was ich gemacht habe im Außendienst? Ich habe gesagt, weißt du was, du darfst am Telefon keine Werbung machen, die Leute vom Telefonbuch ohne Opt-in. Habe ich die Leute vom Telefonbuch angerufen, habe gesagt, es geht hier nicht um Verkauf, es geht um Folgendes, die Kollegen laufen derzeitig bei ihnen an der Straße vorbei und machen Werbung, habe ich gesagt. Ja, für Fenster, Türen, Rollläden und Markisen. Und falls da was interessant ist, können sie den Kollegen gerne ansprechen. Da habe ich sogar manchmal bei Leuten gesagt, und bitte nicht erschrecken, ist ein Ausländer. Da haben die gelacht. Ha, oh, nee. Ja, es ist traurig, dass man das noch mit erwähnen muss. Aber gerade wenn du Vodafone sagst, aber wenn ich hier bei mir... Es ging nicht um Vodafone, es ging da um Türen, Rollläden, Fenster sogar. Ja, also mal ganz allgemein gesprochen, wenn ich jetzt bei O2, bei Vodafone, wo immer ich reingehe, da sitzen irgendwelche Arab-Boys drin. Ist doch kein Problem. Wenn die ehrliches Business machen, ist doch wurscht.
Verstehst du? Und, aber die sind nicht so hungrig wie ich. Ich will mehr Kunden erreichen. Die sind nicht so hungrig. Hast du es schon mal mit Bitcoin versucht? Nein, Spaß. Bin ich auch dabei. Aber ich meine damit einfach nur, ich kann nicht den ganzen Tag in einem Raum sitzen und darauf warten, dass jemand auf mich zukommt. Ich gehe lieber gerne auf die Leute zu. Das ist etwa so das, was ich mache. Ich sitze hier den ganzen Tag und warte, dass mich die Leute anrufen. Bestes Wetter draußen und ich sitze am Telefon. Irgendwas mache ich falsch. Und ich spiele knapp 20.000 Datensätze in meinen Pool ein und warte einfach, dass der nächste Kunde reinkommt, mit dem ich auch einen Abschluss machen kann. Der ist auch benötigt. Also, du machst bestimmt mehr. Gut, ich lebe nicht davon, kann man nicht vergleichen. bei dir läuft es ein bisschen besser, glaube ich. Nee, so mit 16.000 Abonnenten oder fast 17.000 davon kannst du nicht leben. Da bist du weit entfernt davon. Doch nicht. Das ist mehr Spaß an der Freude und die Kriminellen ärgern, ohne dich jetzt kriminell nennen zu wollen. Nein, ich bin nicht. Ich bin angemeldet. Also, du hast so eine tolle Stimme. Sollen wir nicht mal ausgehen zusammen? Spaß am Rande. Alter, du bist Bosnier, ne? Sei mal ehrlich. Ich komme aus Kasachstan, Blair. Hab ich dir doch gesagt. Du bist Bosnier, sei mal ehrlich. Was hast du plötzlich mit Bosnien? Ich weiß nicht, du hörst dich an wie ein Bosnier, Alter. Wie so ein Kollege, den ich kenne, ja. Na siehst du. Ich sehe übrigens gerade, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, da habe ich, nennt sich Achtung Betrüger, Datenhändler geben sich als Shell aus. Wenn du mal wissen willst, wo deine Daten herkommen, kannst du dir mal angucken, dass es so ein oranges Hintergrund gibt. Guck mal, wenn ich die Daten kaufe, kriege ich doch direkt auch den Link, wo die Kunden sich eingetragen haben und dann, ich sag auch meistens den Kunden, ich gehe dann drauf, ich sage, sie wollten 1.000 Euro bei Amazon gewinnen. Haben sich eingetragen, dann kam die Frage, wie viel wollen sie für Zahnersatz ausgeben, haben sie sich eingetragen. Richtig. Ende. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du sagst, du willst ja ein reputables Business aufbauen, willst ein seriöser Geschäftsmann sein, werden, wie auch immer. Und irgendwann hast du mal einen dran, der ballert einfach mal Google-Rezensionen rein, schreibt deine Nummer samt Gesprächsablauf und Datenquelle an den Verbraucherschutz, dann stehst du mit deinen 20 Telefonnummern da auf der Seite, was dann automatisch zur Folge hat, dass jeder, den du auf dem Handy anrufst, gleich eine Warnung mit reinkriegt. Du machst jetzt schön Profit, aber wenn du ein paar Mal den Falschen dran hattest, steht deine Nummer auf irgendwelche schwarzen Listen und dein Name und dann ist dein Business im Arsch, du machst dich im Endeffekt selber kaputt. Da gebe ich dir komplett recht und ich hoffe, dass du das jetzt nicht derjenige sein wirst. Nein, das haben wir ja besprochen. Du bist ja kein Krimineller, dann habe ich da kein Problem mit. Aber du wirst irgendwann mal Leute treffen. Man, mach dir einen Shop auf, du kannst doch gut labern, wenn du Ahnung von deinem Produkt hast, verkaufst da. Machst dir eine Internetseite, ein bisschen Search Engine Optimization. Mein Plan ist jetzt, einen Shop auf jeden Fall hier zentral aufzumachen und ein paar, Flyers etc. bei den Zahnärzten, bei allgemein. Ich habe da ein paar Zahnärzte. Ja, guck. Aber ich versuche mich ja so auf, dass hier jetzt mein Start, so, weißt du, was ich meine? Ich habe gerade mal meine 200 bis 300 Bestandskunden, die ich jetzt so aufgebaut habe. Ja, aber du baust ein Haus hier auf einem Fundament und wenn das Fundament schon Dorf ist, dann wie soll der Rest darauf stehen bleiben? Irgendwann kommt es auf dich zurück. Da gebe ich dir recht, ohne Spaß. Also wenn du dann mal jemanden brauchst wegen... Datensätze werde ich da auf jeden Fall nicht mehr kaufen bei Adressmedia. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten Daten, die ich eingekauft habe, waren Januar, Februar. Da waren das letzte Mal, wo ich den bei den Daten eingekauft habe. Ansonsten hatte ich eine Firma, die heißt Ingentic, da habe ich nochmal gekauft gehabt, aber allgemein, die Daten werden überall gleich hergestellt, egal wie die Firma heißt. Also da kriege ich immer eine gleiche E-Mail, wo ich sehe, ja. Der Kunde dachte, der kriegt 500-Euro-Gutschein von Kaufland. Richtig. Der gibt dir einen 500-Euro-Gutschein von Kaufland, was muss mit dir? Keiner macht das. Und dann rufst du die Leute an und guck mal, da musst du auch so überlegen, von 100 Leuten, ne, sagen welche, ich wollte nur den Gutschein. Aber dann sagen auch andere, ich wollte für die Zähne nur 10 bis 20 Euro ausgeben. Da gibt es die Leute, die das wirklich wollten. So, weißt du, was ich meine? Richtig, Problem. Klar. Du hast aber dazwischen noch Leute, die es einfach nicht wollten, die einfach, sagen wir mal, eventuell, sagen wir mal, geistlich nicht fit genug sind oder halt auch zurückgeblieben sind auf gut Deutsch oder Menschen, die einfach jetzt das nicht in Ruhe durchlesen konnten, weil sie zu alt sind. Es gibt unterschiedliche Menschen in dem Sinne. Ist so. Und die sind auch noch dabei. Und das ist das Problem. Diese Leute sollte man irgendwie herausfiltern, aber kann man halt nicht. Das hörst du dann frühestens am Telefon. Aber wenn du dann schon sagst, du beendest, wenn da jetzt irgendeiner aus der Forensik bei dir am Telefon ist, das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst den Leuten ja vorher nicht über die Telefonnummer gucken, wer da drankommt. Ne? Weil bei uns in Indien haben wir den gleichen Problem. Bei euch? Ja.
Aber auf jeden Fall noch, wenn du dann dein Office da einrichtest, dann sagst du noch mal Bescheid. Ich habe einen Kumpel, einen Partner, der hat so einen Laden für den ganzen Computerkram. Der richtet dir die ganze Hard- und Software ein. Und wenn du bei dem mit dem, wenn du sagst, die Telefonziege schickt, dich kriegst du sogar noch Rabatt. Ich küsse dein Herz. Ist wirklich so. Soll ich dir Internetadresse geben? Nein, danke dir, Bruder, bevor du auf einmal meine IP-Adresse und alles hast. Nein, von dem Kollegen. Wir telefonieren seit einer Stunde. Wenn ich was über dich wissen wollte, wüsste ich's schon. Weil ich muss jetzt ja auch noch ein bisschen... Ja. Ha? Ich hab nichts zu verbergen, gib mir ja, die Adresse. Ja, www. Ja. Die PC. Die PC. Profis.de. Profis.de. Und da kriegst du alles: Hardware, Software, Datenschutz, Datenwiederherstellung, Installation, Reparatur. Und wenn du dann da anrufst, bestellst oder was auch immer, sagst hier, hallo, Gruß von der Telefonziege, kriegst du Rabatt, 5% auf alles. Ah, wenn ich sogar, okay, ich verstehe, was du meinst. Jetzt habe ich das verstanden. Und ich weiß dabei nicht, wie du heißt oder was auch immer. Das ist ein Businesspartner von mir. Also, wie gesagt, wenn du magst, wir können uns ja mal kennenlernen, aber ansonsten, das passt. Weil, wie gesagt, wir haben zwar einen, der das alles machen kann, aber trotzdem, man besser mehr Kontakte als nie. Weil ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt bald öffentlich in Düsseldorf ein Büro auf und die Daten werden wir dann selber generieren. Ja, aber klar. Wenn wir die Daten selber generieren, die Datenleads werden meistens, aber wir versuchen das natürlich so gut wie möglich zu generieren. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich meine, wenn du dann ein gutes Büro hast mit ansprechender Außendarstellung und schickes Aufmachen, dann kommen die Leute ja ganz automatisch zu dir, zusätzlich zu dem, was du irgendwie bei Zahnärzten oder an der Haltestelle hinterlegst oder so. Ja, mal gucken. Mach dir einen YouTube-Kanal. Na, noch nicht, nein. Warum nicht? Die ersten paar hundert Abos, die organisiere ich dir. Ach nein, wollten wir ja nicht. Ich bin Ausländer, damit du weißt. Ich sehe schon aus wie so ein richtiger Araber. Ja und, wo ist das Problem? Wenn du ein guter Geschäftsmann bist und ein gutes Angebot hast, ist das doch scheißegal. Hast du auch wieder recht. Guck mal, wie viel grüßt mir da wieder Selbstbewusstsein? Ich glaube nicht, dass du das brauchst, oder? Jetzt gehen wir in die Phase rein. Man redet sich selber schlecht, damit der Kunde einen wieder aufbaut und entsteht gefühlte Sympathie und der Kunde kauft eher was. Ich kenne das doch alles, Mann. Klappt nicht bei mir. Ich mache diese Politik gar nicht. Die ist schon unbewusst, Bruder. Das ist unbewusst, Mann. Die kommt einfach. Ah, blöd. Aber sympathisch macht dich auch, dass du die ganzen russischen Schimpfworte kennst, Mann. Ach, wir sind hier aus NRW, Duisburg, Standard. Duisburg, Rheinhausen oder was? Ne, woher weißt du das? Homberg, Rheinhausen, diese Ecken. Ich habe deine IP gescannt, Blatt. Nein, Spaß, nur Spaß. Da gibt es, vielleicht kennst du das. Ja, musst du, du hast doch immer noch die falschen Orte gesagt, das ist doch alles cool. Also nein. Du hast gesagt, Orte, wo ich mich auskenne, aber nicht, wo ich genau sitze gerade. Alles gut, Mann, ist nur Spaß. Da gibt's nur so eine uralte Geschichte. Da haben sie bei einem Internetradio angerufen. Der hat gesagt, ich bin Mafia, Duisburg, Rheinhausen, Mann. Und das fiel mir dann nur gerade ein, wo du Duisburg gesagt hast. Rheinhausen ist auch schon ein bisschen Hardcore, aber nichts damit zu tun. Nein, das war auch nur super. Spaß, Mann. Ich würde mich gerne, Walla, ich würde sogar mit dir WhatsApp reden, Walla, wir würden ein bisschen Kontakt, ich helfe dir mit deinem Tipp, wir machen deinen YouTube-Kanal, wir machen den auf 1 Million, glaub mir. Ne, ich will keine Abonnenten kaufen, willst du mir jetzt Abonnenten verkaufen oder was? Nein, Mann, wir nehmen die Leute so hops mit Videos, Bruder, die lachen sich behindert. Wen willst du denn hops nehmen? Die Betrüger, Mann, weißt du, wie ich die hops nehme? Nein. Lachst du dich behindert? Nein, will ich gar nicht, dann kann ich ja nicht mehr telefonieren. Soll mich mal einer anrufen, mir Callcenter fahren? Ey, ich nehme den so hops, Bruder, bis zum geht nicht mehr. Wen willst du hops nehmen, Callcenter fahren? Die Betrüger meine ich. Ach so, Entschuldigung. Hey, wir können das ja mal so machen. Schreib mir mal eine E-Mail, telefonziege@gmail.com, dann lade ich dich bei mir auf den Discord ein und wenn wir das nächste Mal Bitcoin-Betrüger verarschen, kannst du ja mal mitmachen. Ich mach mit, ich schreib dir. Ohne Scheiß, mach da. Telefonziege@gmail.com. Ohne Punkt, ohne nichts. Ne? Nein, einfach durchgeschrieben. Telefonziege@gmail.com. Dann kriegst du einen Link zum Discord-Kanal. Dann musst du dir halt irgendeinen Namen überlegen und dann können wir dir gerne mal verarschen.
Wir veräppeln die, wir nehmen die hopp. Lieben gerne, ich freue mich über jeden, der da mitmacht. Hochdeutsch. Und vor allem, sprichst du ein bisschen Arabisch oder sowas? Ein bisschen Arabisch kann ich kann alles. Ich kann ein bisschen Spanisch, Französisch. Oh, puta madre. Puta madre. Geil. Nein, weil du hast ganz oft irgendwelche Leute dran, die rufen da wirklich aus, keine Ahnung mit den Dialekten, aber irgendwo aus dem Arabischen. Und ich hab dann mit meinem Russen auch schon mal so getan, als ob die in der Moschee anrufen, hab denen dann erzählt, dass das mit Bitcoin ist ihr Glücksspiel und das ist haram und voll verboten, dann sind die Male ganz wütend geworden. Ich lache mich jetzt schon behindert, nur wie das erzählt hat. Wer hat denn gesagt, du rufst in Moschee, die haben dich direkt aufgelegt? Nein, die haben versucht mir Bitcoin zu verkaufen, haben aber gesagt, dass sie Moslem sind. Das Traurige ist, das kann ich nicht bei YouTube hochstellen, weil du weißt ja, wie das ist. Wenn es an Politik und Religion geht, dann drehen die Leute durch und verstehen keinen Spaß mehr. Ich bin auch im Hintergrund Koran angebracht, so. Ich schwöre dir. Ich hab tatsächlich mal, da gab's ja so ein paar Deutsche, die zu diesem nach Syrien gegangen sind, um zu kämpfen, und die haben ja mal so Videoclips gemacht mit so Liedern und sowas, und das habe ich tatsächlich mal im Hintergrund abgespielt, als die angerufen haben. Nein. Doch, völlig krank, sag ich dir. Da wollten die nicht erst recht abschließen. Denken sich, da ist von IS, wir schließen den ab, wir geben den doppelten Vertrag. Ja, aber wirklich. Weißt du, ich hab ja auch, die machen ja mit jedem Deals. Jetzt nicht erschrecken, ich mach nochmal was ganz Böses. Guten Tag, erkennst du meine Stimme? Junger Mann, ja. Sind Sie noch am Telefon? Selbst wenn ich spreche wie Adolf Hitler, versuchen die Leute mir Lottoverträge zu verkaufen, Zeitschriften zu verkaufen und jeden anderen Quatsch, den man sich noch vorstellen kann. Die machen mit allen Geschäfte. Du kannst so tun, als wärst du Borat, du kannst so tun, als wärst du ein Terrorist, du kannst reden wie Hitler. Aber die wollen einfach nur deine Kohle. Aber so merkst du, wer ein Betrüger ist. Beispielsweise bei mir, wenn ein Kunde, wenn er gebrochen Deutsch redet, ich rede 2-3 Wörter auf Deutsch, und wenn der wieder fragt, dann sage ich, sie verstehen kein Deutsch. Sagt er, doch, ich verstehe. Ich sage, sie verstehen nicht. Schönen Tag noch. Do you speak English, madam? No, 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 no. But why not? Ey, Bruder, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich feiere dich eben. Sie haben eine Stunde uns tot geredet. Ja, das hat total Bock gemacht. Also hier, schreib mir mal, dann schicke ich dir ein Ding für den Discord und dann können wir mal ein bisschen Quatsch machen mit den Betrügern. Ich schreib dir jetzt gleich. Wer nicht, Alhamdulillah. Habibi, Mashallah, super. Oh, großer Spaß. Und das sage ich, während ich hier einen Wodka trinke, das ist aber gar nicht gut. Nein, Nastrovje bliert, gibt's hier. Nastrovje! Jetzt hat er aufgelegt. Hammergeil, ey, das hat richtig Spaß gemacht. Mal gucken, ob er jetzt nochmal anruft oder ob das jetzt schon das Ende war. Ja, das war sehr, sehr, sehr interessant. Seine, ich will jetzt gar nicht sagen Masche, seine Vorgehensweise. Es ist ja klar, der Mann hat eine Vision, eine Idee, wie er sich ein Leben, eine Existenz aufbauen will, arbeitet mit Produkten einer Versicherung, wie das auch große Agenturen machen, als Reseller, also Wiederverkäufer, der eignet sich das Wissen an und da ruft er, glaube ich, wieder an. Hallo? Bruder, du warst auf einmal weg. Ja, ich habe gedacht, du hast aufgelegt, da bist du ja wieder. Nein, auf jeden Fall, ich wünsche dir einen schönen Tag, mach deine Geschäfte, ich wünsche dir alles Gute, ja? Ja, und wir hören uns, ne? Ich schreibe dir jetzt. Ja, mach das. Mach ich, mein Bruder. Dos vidanje. Ja, einen schönen Tag. Dir auch. Dos vidanje. Ciao. So, da war er wieder. Wo war ich stehen geblieben? Wie gesagt und auch schon zugegeben im Gespräch, das ist keine Betrugsmasche, aber der Weg an die Daten zu kommen, disqualifiziert dich halt einfach als seriösen Geschäftsmann in meinen Augen. Wie ich schon gesagt habe, du kannst dir nicht eine Waffe auf dem Schwarzmarkt kaufen und dich dann beschweren, dass du verhaftet wirst. Und wenn man aus dem gleichen Datenpool einkauft wie Lotto- und Gewinnspielbetrüger oder wie diese Hardcore-Kriminellen von 4D-Marketing oder hier mit dabei 24, die da solche ganz komplexen Geschichten aufbauen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn Leute zu Recht sagen, scheiße, was du da machst, ist unseriös. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Zensiert für das Einverständnis, das ich nicht mal gebraucht hätte, aber ich habe dem Wunsch entsprochen, ist kein Name und irgendwas mit drin und falls er tatsächlich mal mit auftauchen sollte, hört ihr ihn vielleicht mal in dem einen oder anderen Anruf als Übersetzer und Agitator. So, vielen Dank, meine Lieben. Wir hören uns.